Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin noch nicht aufgestanden, dementsprechend. Ja, dementsprechend sehe ich auch noch aus. Und mein blöder Mückenstich ist immer noch da. Ich hatte die Hoffnung, dass er wenigstens heute weggeht. Ja, heute ist der nächste Tag. Heute ist Mittwoch. Und ich werde heute wieder vloggen. Es ist noch recht zeitig, aber schon ganz schön hell. Ich blende euch jetzt mal ein Bild ein von gestern Abend. Ich hatte nämlich hier die Lichterketten an und das sah so schön aus. Eigentlich habe ich die gekauft, um an meinem Bett, welches ich ja noch nicht besitze, da so an den Rand vorne, also oben an den Rand, weil das ist so ein Metallbett mit so einem Rand hat, ne? Mit so einem Kopfteil und Fußteil und da dann oben an dem Kopfteil und die andere oben an dem Fußteil da so rumzuwickeln. Genau. Ich habe für heute nicht so. Was ist das denn? Eine Fussel. Ey. Nicht so viel geplant. Also ein bisschen noch Haushalt machen, Wäsche machen, Staubsaugen. Dann ein bisschen Deko, um Bilder aufzuhängen. Was ich gestern hier noch so zusammengesammelt habe. Genau. Dann werden wir bestimmt mal auf den Spielplatz gehen. Und. Also halt den Sandkasten. Ich hoffe, ich finde kein Sandspielzeug schnell, weil das dürfte theoretisch, es müsste hier irgendwo in der Wohnung sein. Also ich hoffe in der Abstellkammer. Und ansonsten habe ich eigentlich nichts weiter so richtig vor. Heute wird ein ganz entspannter Tag. Ich muss noch ein bisschen Papierkram erledigen und dann mal zur Post. Meine ganzen Briefumschläge und so sind im Auto. Dementsprechend muss ich die dann auch irgendwie mal noch hochholen. Und dann meinen Drucker mal aktivieren, der ist auf jeden Fall schon hier. Und dann noch ganz viel halt so ausdrucken und dann mal noch zur Post gehen oder fahren. Ich habe noch gar keine Peilung, wo überhaupt eine Post in der Nähe ist. So, ich habe es dann auch mal aus dem Bett geschafft. Ihr hört auch, der Kerl erzählt schon im Babyfon. Ich habe mir jetzt erstmal das hier angezogen. Ich hatte so Schwierigkeiten, irgendein Outfit zu finden, weil alle meine kurzen Hosen. Also hier müssten eigentlich meine ganz kurzen Hosen drauf liegen, weil das sind meine Röcke und sind lange Hosen, das sind auch lange Hosen. Die ganz kurzen Hosen sind alle in der Wäsche oder noch eingepackt, also im Auto. Dementsprechend hatte ich echt nicht die große Wahl, beziehungsweise gar keine Auswahl. Ich hatte erst ein Kleid an, dann Rock, aber das ist einfach unpraktisch so zum Möbelräumen. Ich finde die Hose eigentlich ganz cool, aber die sitzt nicht so bequem, die ist so, weiß ich nicht, so übelst locker und halt auch echt bunt, ne? Mal gucken, die Waschmaschine fängt auch gleich an mit Waschen und ist dementsprechend dann hoffentlich gleich fertig. Und dann kann ich mir eine neue Hose rausnehmen. Also wenn die dann getrocknet, kann ich mir dann eine neue Hose aussuchen. Zum Frühstück gibt es Müsli, Joghurt und Orangensaft, beim Karl genauso. Und die Waschmaschine läuft jetzt und wir lassen es uns jetzt mal schmecken. Ich habe beschlossen, bitte ignoriert meine Frisur, ich habe meine Haare noch nicht gemacht, Also ich habe beschlossen, während der Karl gerade noch am Frühstückstisch sitzt und sein Nachtisch sozusagen isst, dass ich hier eben diese Girlande abdekoriere. Die Ballon-Dingskette, da wird auf jeden Fall noch bleiben, aber diese Girlande, die hängt so tief, die werde ich jetzt mal abbauen.
war ich ein bisschen produktiv. Ich habe die eine Wäsche aufgehängt und die andere läuft jetzt gerade noch, die andere Maschine. Ich habe jetzt auch noch tatsächlich ein bisschen Deko angebracht. Es ist ja Vormittag, da kann man ja auch hämmern. Und zwar einmal das hier. Das habe ich auch in die richtige Richtung ausgerichtet. Ich habe vorher wieder auf der Karte geguckt. Das ist so Standard in jeder Wohnung, dieses Netto-Schild und dann wirklich in die Richtung, wo auch ein Netto ist. Und das Zweite, was ich gerade angebracht habe, ist dieses Bild hier. Da habe ich mir echt viel Mühe gegeben, das abzumessen, also mittig über der Heizung. Und also von hier aus sieht es eigentlich ganz gut aus, dass es jetzt von der Position her passt. Ach ja, genau. Und dann habe ich hier bei Karl am Fenster, weiß ich, ob ihr... Ich bin so unkoordiniert da, dieses Fensterbild da noch angehängt. Genau, ansonsten die andere Deko kann ich erst anbringen, wenn der Wickeltisch steht und das Bett. Also dementsprechend muss ich dann erstmal gucken. Das wird irgendwann diese Woche oder am Wochenende dann noch der Fall sein. Der Wickeltisch kommt hier hin. Da. So, die Wäsche ist gleich fertig und in der Mikrowelle bzw. im Ofen sozusagen ist unser Mittagessen. Also ein Teil vom Mittagessen, nämlich eine Spinatpizza. So, ihr seht hier vielleicht schon, was ich jetzt mache. Auch daran und daran und daran. Ich werde jetzt die Küche zusammenbauen. Und guck mal, ja, das kommt da auch drauf. Guck mal, ob ich hier irgendwie die Kamera aufstellen kann für einen Zeitraffer. Das war gerade echt, also sehr schwer, die aus dem Auto rauszukriegen. Ich frage mich, wie ich die da reingekriegt habe. Es hat so geklemmt, ey. Dieses Auto, es tut mir so leid, aber ich habe dieses Auto einfach so als Transporter benutzt. Ja, ich werde das jetzt mal irgendwie zusammenbauen. Die Kinderküche ist fertig und die wird jetzt eingeräumt. Ich habe jetzt nochmal umgestellt. Das ist zwar nicht mehr so perfekt symmetrisch im Sinne von hier ganz abschließend mit der Teppichkante das, dann da was abschließend mit der Teppichkante und dann da die Küche. Aber es war mir einfach hier viel zu wenig Platz dazwischen, zwischen Küche und Tisch. Und jetzt finde ich es irgendwie viel cooler so. Also erstmal. So, wir waren gerade bei der Post. Es stand tatsächlich eine Schlange. Habe ich ein bisschen mit gerechnet. Die Post hat um 14 Uhr aufgemacht und wir waren halt 3 nach oder so da. Dementsprechend können da zum einen ja einfach alle schon vorher gewartet haben, die eher da waren. Und zum anderen, aber auch halt wegen Corona, wo da nur einer halt in den Laden darf. Aber es ging, der Körper übelst entspannt. Sind jetzt erst losgeworden, fahren jetzt wieder nach Hause, hätten auch laufen können. Es ist so nah. Ich habe nicht mal ein ganzes Lied, glaube ich, gehört bis hierher. Ja, wir fahren jetzt wieder zurück und mal schauen, was wir dann noch so anstellen. Ich präsentiere eine komplett saubere und aufgeräumte Wohnung. Ich habe, also Kinderzimmer kann ich euch auch mal zeigen. Das sieht nämlich gerade wirklich mal eine Sekunde echt ordentlich aus. Hier aufgeräumt und gestaubsaugt, wie gesagt, überall. Ich habe abgewaschen, ich habe im Bad den Fußboden gewischt, ich habe den Tisch abgewischt, halt wie gesagt jedes Zimmer gestaubsaugt, jedes Zimmer aufgeräumt, Waschbecken sauber gemacht, Dusche sauber gemacht und ja, das war's auch. Ich bin vollkommen fertig, es ist glaube ich kurz vor 16 Uhr. Ich habe um 3 ziemlich pünktlich, sobald die Ruhezeit, die Mittagsruhezeit vorbei war, angefangen mit sauber machen. Obwohl, ich glaube, es ist erst 3/4, also ich habe jetzt eine 3/4 Stunde gebraucht, um die ganze Wohnung einmal so aus einem echt eigentlich schon guten Zustand in einen perfekten Zustand zu bringen, was, wie gesagt, echt gut ist. Und jetzt wird erstmal noch entspannt und dann mal gucken, was wir da machen. Wir haben jetzt wirklich noch nicht so einen konkreten Plan mehr für den Rest des Tages. Ich weiß, was ich zum Abendbrot machen will, aber ansonsten war es das auch. Wir haben alle Aufgaben erledigt. Ach ja, ich habe nebenbei, was heißt nebenbei, vorhin vor 15 Uhr zum Beispiel noch einen Stromvertrag abgeschlossen. Ich war, wie gesagt, noch bei der Post.
Hab die Kinderküche aufgebaut, Zeug nochmal aus dem Auto geholt. Ja, also To-Do-Liste für heute ist definitiv abgehakt. Und ja, jetzt wird nur noch entspannt. Gerade zum allerersten Mal in dieser Wohnung richtig geschminkt, also was heißt richtig geschminkt, vor einem Spiegel schminken können, vor einem großen Spiegel. Das ist echt gruselig. Also ich bin jetzt seitenverkehrt, ich bin jetzt so rum, wie ich mich nie sehe, glaube ich. Jedenfalls habe ich ja früh meine Haare ja noch vor der Handy-Innenkamera gemacht und wo ich den Zeitraffer aufgenommen habe und so. Weil ich nicht mehr auf die Idee gekommen bin, dass ich jetzt hier und vor allem auch da hinten noch einen Spiegel habe. Jedenfalls habe ich den Spiegel jetzt endlich genutzt. Hier ist auch vom Licht jetzt eigentlich super und konnte mich jetzt endlich mal vor einem Spiegel hier in der Wohnung schminken. So, pünktlich um 17 Uhr essen wir jetzt Abendbrot. Normalerweise essen wir um 18 Uhr, 19 Uhr, teilweise 20 Uhr, 21 Uhr. Der Hintergrund ist nur der, dass der Karl Mittag nicht so viel gegessen hat und trotz, dass er zum Kaffeetrinken auch was gegessen hat. Aua, aua, aua. Und trotz, dass er zum Kaffeetrinken auch was gegessen hat, hatte er jetzt trotzdem schon Hunger. Und mir ging es jetzt irgendwie die ganze Zeit auch nicht so gut. Deswegen habe ich jetzt auch nicht mehr so viel gefilmt. Mir war übel schlecht und so. Ich weiß nicht wieso. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es am Hunger lag, obwohl ich Mittag eigentlich normal gegessen habe. Ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt hier ein Salami-Käsebrot, der Karl auch. Und wir werden jetzt Abendbrot essen. Und an dieser Stelle werde ich das Video beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns morgen wieder. Morgen ist Donnerstag, der vorletzte Tag erstmal von diesem eine Woche Vloggen-Projekt. Ich habe für morgen wieder überhaupt keine Pläne so richtig. Apotheke Karl möchte in die Apotheke gehen. Ja, wir waren vorhin, also wo wir bei der Post waren, da war eine Apotheke und der Karl hat mich halt gefragt, also ob wir da reingehen. Und da habe ich gesagt, nee, das ist eine Apotheke, da müssen wir jetzt nicht hin. Aber wir wissen jetzt, dass eine hier ganz nah ist, weil wir da mal hin müssen. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr bis jetzt davon haltet, von so einem täglichen Vlog über eine Woche hinweg und so. Mir macht das, wie gesagt, echt viel Spaß. Und ja, dann bis zum nächsten Video.